Herzlich willkommen bei Snackschmecker. Euren Lieblings-Snack-Testern. Was haben wir heute mitgebracht? Das ist vom Netto und das nennt sich Chicken Chicken Chips, Chips. also kleine Hühnchenteile in Form von Chips. Ist das richtig? Ja, sehr So sehen interessant. die aus. Und die kann man kalt und warm essen. Aha. Und die gibt es in drei Geschmackssorten. Ich habe jetzt hier Paprika. Was haben wir noch? Thai Chili Thai Chili und und grün ist, Sour Cream and Onion. also sehr unterschiedliche Geschmackssorten. Und wir haben uns entschlossen, die vorab aufzuwärmen. Falls ihr das auch machen wollt, sagen wir direkt, die Dinger sind nicht Mikrowellen geeignet. Wir haben das also auf den Teller getan und nachher wieder reingemacht, Genau. damit die wenigstens so lauwarm sind. Ich mag sowas grundsätzlich lieber warm. Aber wie gesagt, man kann sie auch Kalt. kalt essen. Ja, ich mache mal den Anfang Okay. mit Paprika. Das ist jetzt so, wenn ich an Chips denke, denke ich auch immer als erstes natürlich an Paprikachips. Ja, Ist irgendwie so könnte naheliegend. schmecken, was? So groß sind die. Ich würde mal sagen, ja, fast so Chicken Nuggets Breite, aber Aber von der, dünn. ja, ganz dünn, ne? So dünn es geht halt für ein Fleisch. Ja. Magst ja auch mal einen picken? Ich nehme mal, ja. Und dann beiße ich direkt mal ab hier. Genau, zeig mal, wie die aussehen von der Mitte. Ja, entfaltet sich so ein, ja, das ist, Paprika schmeckt man raus. genau, das ist nicht so ein typisches Paprika-Aroma, wie man das von Hähnchen kennt, Leicht, ne? sondern das geht so in Richtung Chipsgewürz. Ja, Ja. kann man gut essen. Ist interessant, so dünn, ne? Und wie viel Gramm ist hier drin? 150. 150 Gramm. Und die Inhaltsstoffe sind auch noch ganz interessant hier. Das besteht aus 88% Hähnchenfleisch, soweit in Ordnung. Da kann man auch nicht meckern, denke ich. Nein. Und ja, sehr eiweißreich, 22 Gramm. Natürlich auch fettig, 13,8. Hält sich noch im Ja. Rahmen, wie eben so Snacks sind. Ist auch in Ordnung, denke ich. Ja. Ja, wollen wir die anderen auch mal probieren, Machen wir das. bevor ich hier mich satt esse an den Paprika. Jetzt kommen die scharfen. Wie scharf sind scharfe Chicken Chips? Schauen wir mal. Ich sehe hier so kleine Stückchen. Dann kann das sein, sind das die Peperoni-Stücke, die da rausgucken? Ist hier richtige Peperoni drin? Meinst Lass du? mich mal hier so einen aufbrechen. Ja, ich sehe doch hier irgendwas. Boah, die sind aber Guck scharf, mal du. hier. Die roten Dinger, die waren beim anderen aber nicht drin. Das müssen die Peperoni-Teile Die sein. haben auch Pep wie Pepperoni. Ja, lass mal. Meine Güte, sind die scharf, Oh du. ja. Halleluja. Die sind ja Angenehm aber, so ne? Chili, aber nach Chili Chips schmecken die nicht. Nee, die Also wenn ich mal so schmecken Chili Chips esse, die leicht schmecken parfümiert, aber ist auf jeden ja. Fall würziger als die Paprika. Die hätten noch so ein bisschen würziger sein Ich können. hatte sie mir ein bisschen anders vorgestellt, ne? Ja. Also mein Favorit wird das auf jeden Fall nicht. Nichtsdestotrotz, wenn einer scharf mag, kann er sie essen, ne? Ja, Aber ist auf jeden Fall. die Abwechslung macht es mal wieder, ne? Ja, so. Wo kann man hier mal So greifen? ein Duo Da. finde ich ganz bekömmlich. Magst du die anderen mal kurz aufmachen? Ja. Sour Cream and Onion. Ja, da bin ich ja eigentlich nicht so der Fan von. Weiß nicht, ist Ja, halt Sour Cream mag Geschmackssache. ich eigentlich schon. So mit Kartoffelecken oder so. Mit Ich pick mal Hähnchen, hier keine ein. Die sind Ahnung. hier deutlich heller Ja. als die anderen. Und leicht Mal blass. gucken. Verglichen, das ist hier Paprika und das sind die Chilis. Die sind am blassesten. Ja, Ja. ich nehme mir mal ein. Ja, Ja. also jetzt nach dem würzigen schmeckt es Nach dem würzigen. buttrig und ja, es schmeckt auf jeden Ein Fall nach bisschen Sahne, säuerlich, ne? ne? So Eine säuerlich, komische Kombination, würde ich aber nicht sagen. nach Zwiebel. Da fehlt schon dieser Zwiebelgeschmack, ehrlich gesagt. Doch, doch, ich Meinst finde du? schon, das ist ein Zwiebelgeschmack. Ja, ganz Aber immer ein leicht. bisschen anders, als man sich das vorstellt. Ja. Sind so Überraschungspackungen. Ich würde mal sagen, die Kombi ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja, ein bisschen. Besonders vielleicht, weil wir sie warm gemacht haben. Ja. Vielleicht die eher kalt. Ich würde die, glaube ich, eher kalt essen wollen. Ja, also mein Favorit, das steht jetzt schon fest, sind die Paprika. Die kann man relativ Ja. gut essen. Pass mal auf, ich habe noch was mitgebracht.
Ach Weil, schau so. mal hier, das Ja, du gab's. bist ja wieder clever hier. Das gab's auch beim Netto. Dipsauce, Ja, Mayo. was heißt clever? Oh, jetzt habe ich Du hast mitgedacht. Schmier an den Fingern, da kriege ich es nicht auf. So, ich probieren. Ich bin der Mann, ich muss das hier schaffen. Tomaten, Paprika, Das ist Würzsoße. mild. Es muss nicht immer alles scharf sein, finde Nee, ich. finde ich auch gut. So, das stellen Das wir mal können wir hier ja mal hier hin. so draufstellen. Oh ja, jetzt guckt ihr uns zu, wie wir hier uns einen Snack snacken. Ja, guten Appetit. Hier mal schön ordentlich reindunken. Ich nehme mal die So Schafen sieht er. und Oh, dippe in milde ich habe meine Soße. Finger mit reingesteckt. Wie unpassend. So macht man da. Oh ja. Ja, jetzt so mit dem Schafen und dem milde Soße ist auch sehr interessant. Man kann Nette sich Kombination. natürlich auch so einen Doppelten machen hier. Ja, du wieder. Oh, Wieder. dann hat man einen Nugget, so ungefähr. Ja, die Probier noch Soße mal ist die aber auch gut. Die Paprika. hat so richtig kräftig viele Stückchen mit Paprika und Zwiebel, auf die man beißt. Die passt ziemlich gut dazu. Ja. Kann ich auch empfehlen. Ist zwar nicht Thema Finde der ich super. Sendung, aber Ja, finde ich auch lecker. die Clarky, oder wie heißt das? Clarkies. Clarkies Dip Sauce Mild. Schmeckt. Top. Ja. Und wo ich top sage, Moment, ich muss noch aufessen. Wo ich top sage, Moment, vor dem Mund redet man nicht. Dann zeige ich so lange meinen halben Nugget. Wo ich top sage, um den Satz endlich fertig zu machen, kommen wir auch schon zu unserer Bewertung. Oh, ja. Jeder von uns hat 3 Sterne. Genau. Und wir können also insgesamt 6 Sterne vergeben. Stell sie nicht drauf, das heißt nämlich, du hast sie vergeben. Noch nicht, ich Die nehme sie bleiben dann mal raus. Ich wollte nicht zwei Hände hier zeigen. schön in der Ecke. So, ich fange mal an. Also, fangen wir mal mit dem Schlechtesten an. Also, mir schmeckt am wenigsten hier Ja. das Sour Cream. Ist irgendwie eine komische Kombination und trifft Ja, nicht meinen könnte Geschmack. leicht würziger Aber dazu sein. muss ich sagen, ich bin sowieso kein Sour Cream-Fan. Nee. Also, Eher kein kalt, Stern. ne? Da gebe ich keinen Stern. Du gibst du einen Stern? Nee. Nee, so schlimm. Und dann, Nein, nicht so, die schlimmer. Thai Chili, die sind interessant. Ich würde sagen, ein Stern für die Thai Chili. Und die Paprika, den würde ich auch ohne Probleme 2 geben. Ja, die waren lecker. Insgesamt, wenn ich die ganzen 3 Produkte zusammen bewerte, würde ich sagen, 2 Sterne. Ja. 3, dafür müsste hier noch mehr mein Geschmack getroffen werden. Aber so für zwischendurch 150 Gramm, um mal reinzugreifen, Ja. kalt und warm. Schade, dass die Dinger nicht noch Mikrowellen geeignet sind. Da muss man Ja, immer das erst wäre einen noch Teller gut finden. praktisch Das ist so gewesen, für ne? Büro und so. Wäre Ja. besser, einfach Löcher oben Wer will denn dann reinstechen. schon extra Teller immer Hier war mit, noch so ne? eine Schutzfolie drauf, ne? Da hätte man jetzt die Ja, Löcher genau, reinstechen können. hätte ich auch so gedacht, ne? Also, ich mache jetzt mal hier, wo stecke ich die rein? Ich muss die jetzt hier reinstecken. So. Einmal. Dann nehme ich doch die andere Seite hier. Weil ich Das geht vergebe auch nicht. zwei. Dann tue ich es hier rein. Piekst doch Ach du meine in Güte. dem Ding rein. Der will sowieso nicht mehr. Kriege ich es noch hin? Okay. Ihr wollt doch keine Sterne hier verlieren. Aha. Okay, das Ja, macht da hätten wir zusammen vier schon Sterne. Ganz in immerhin. Ordnung. Gibt's einen kleinen Applaus für? Wie gesagt, findet ihr beim Netto. Die Soße würde jetzt auch noch einen Stern Unser kriegen, aber. Favorit probiert Genau. Paprika. Aber Thai Chili finde ich auch ganz nett. Ich mag die Kombination. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein kleines Däumchen hoch, das freut uns. Und abonniert unseren Kanal, denn wir Ja. futtern noch viele weitere Snacks für euch. Ja, ich Probieren glaube wir auch. die. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.